volto, Carlo, il mio cuore ha tremato, malolezzo turbato il pensiero. Ich glaube, die Musik hat eine Eigenschaft, die unglaublich ist, dass sie drückt ein Gefühl aus, aber gleichzeitig beinhaltet es immer alle anderen Gefühle oder alle anderen Eigenschaften, alles Mögliche. Und deshalb ist jede Erfahrung, also für mich persönlich, jede Erfahrung, die ich über die Musik mache, ich meine, jetzt habe ich zum Beispiel gerade ein Liebeslied gesungen, die Erfahrung, man lebt ja das, man erlebt das ja, und währenddem man das singt. Und die Erfahrung der Liebe, diese vielleicht sogar Enttäuschung, ja? Es ist nie einfach nur Enttäuschung oder einfach nur Liebe oder einfach nur Erfüllung der Liebe oder einfach nur Revanche. Es ist immer ein Gefühl, Liebe, aber die bringt immer gleichzeitig ganz viele andere Gefühle mit. Wahrscheinlich hat die Musik diese Eigenschaft, weil sie aufgebaut ist auf Akkorden, weil sie einfach eine Komplexität in sich bringt. Und das ist das Schöne. Für mich, die Musik ist eine Bereicherung, weil sie eine positive Komplexität mit sich bringt. In einer Welt, wo heutzutage in unserem Alltag immer mehr darauf zugespitzt wird, die Sachen zu vereinfachen und immer nur eine Linie zu haben, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man sich wirklich oft Dingen aussetzt, die viel Komplexität mit sich bringen, die viele Perspektiven gleichzeitig mit sich bringen. Und dadurch, glaube ich, kann auch einfach nur Reichtum und Wachstum, menschlicher Wachstum entstehen. Es geht ja ums Menschliche, ne? In der Vielfalt also die Größe. Ja, wahrscheinlich. Und gleichzeitig natürlich auch durch die Kunst, ne, dass die Vereinfachung. Ne? Also ich glaube, dass ich für meine Musik, ich meine, ich bin ja noch am Anfang in meiner künstlerischen Entwicklung, nicht? Und es wird nie enden, glaube ich. Das ist ja auch, warum ich es mache, weil es jeden Tag eine Herausforderung ist und weil ich wirklich jeden Tag für mich ist ein neuer Mount Everest. Aber was ich zum Beispiel mit meiner Stimme mache, wenn ich jetzt klassisch singen tue und nicht meine Lieder, ich schalte immer einen Gang zurück von dem, was ich eigentlich machen könnte. Also ich kann zum Beispiel viel lauter sein in gewissen Stellen, ich könnte vielleicht ein bisschen ausdrucksvoller sein, ich könnte leiser sein, ich könnte viel mehr technische Virtuosität, technischen Manierismus zeigen. Aber ich habe irgendwie für mich die Entscheidung getroffen, weil ich das einfach merke, wenn ich singe und wenn ich den Leuten in die Augen sehe, während ich singe, ist, dass es vielleicht oft less is more, vielleicht ein bisschen mehr bringt. Und ich konzentriere mich langsam. Früher habe ich mich immer auf den Klang sehr konzentriert, jetzt langsam konzentriere ich mich auch in der Vorbereitung immer mehr auf das Wort, unter Anführungszeichen. Also ich versuche zu sprechen, nicht zu singen. Das ist ein bisschen, was ich versuche zu machen. Also ein bisschen zu vereinfachen in dem Sinne. Wenn man Klassik singt und Opern singt, hat man natürlich auch das Pech, dass man den Komponisten nicht mehr kennenlernt, aber man kennt ihn trotzdem, ne? Weil ich glaube, was einfach einzigartig ist in jeder Kunst und in jedem Beruf, ist, dass man, jeder Mensch hat seinen eigenen persönlichen Zugang, ob man es will oder nicht, ne? Man kennt von Weitem oder von Nahen, wer ein Verdi ist. Man hat eine Vorstellung, dass ein Verdi etwas jemand anders ist als ein Mozart. Und deshalb glaube ich, dass instinktiv bei jedem Buch, bei jedem Text, bei jedem Musikstück man einen persönlichen Zugang automatisch hat mit den Komponisten.
Und das dann zu kombinieren mit dem, was man vielleicht im Moment selbst erreichen möchte und den Gedanken, die der Komponist haben möchte, na, das ist das Spiel. Ne? Wie weit kann man ziehen, wie weit kann man gehen? Es, sagen wir so, die Komplexität ist das, was es will. Ne? Es braucht keine. Ja, wie Sie gesagt haben, wir sind 12 verschiedene Sänger. Wir werden eine große Tour machen durch Europa und mit einem Repertorium, was von Klassik bis zum Pop geht. Also da ist von Nessun Dorma bis zum My Way und Michael Jackson dabei, sogar Tanz. Und es hat eine große Vielfalt in sich. Nicht? Und deshalb ist es, zum Glück ist es deshalb auch attraktiv für ganz viele Menschen von verschiedenen Altersklassen und mit verschiedenen Erwartungen. Das ist auch das Wunderschöne an dem Projekt. Ich glaube, das Ziel ist, ich gehe nicht um für mich zu singen, ne? Ich gehe, weil ich bin Teil dieser Gruppe und ich versuche eben als Teil von den 12 Tenören, als einer von den 12 Tenören, genau das zu machen, was den 12 Tenören entspricht. Also wir sind ein Team, wir sind ein Fußballspiel. Ne? Und wir versuchen eben die Herzen von Jung und Alt zu erreichen. Ne? Jeder auf seine Art. Und ich hoffe, es wird uns gelingen. I met you yesterday. And in my heart. Colors in your eyes, and I just had to realize that I loved you more than I, that I loved you more than I. So I say, ballerina. Come and take me home in your arms.